In Zürich ist das Bädermuseum, in Köln ist der Kölner Dom und in Kommern ist das Heiligmuseum, was sonst? Also wir versuchen ja so ein generationsübergreifendes Museum zu sein und auch was für die Erwachsenen, aber auch für die Kinder zu bieten. Das ist uns ganz wichtig. Das Programm Prall. Da sind Sie eingeschult worden, 1963? Ja. Und da haben Sie das Lied gehört? Ja, natürlich. So, es ist wirklich schräg, das Ding. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Es scheint der Mond zu rot. Verehrtes Publikum, begrüßen Sie mit mir das damalige Waisenkind, das den Schah von Persien besuchen durfte, 1963, Cäcilie Bedingsfeld. Das Jahr davor war ein großes Erdbeben in Persien und Deutschland hat unter anderem sehr geholfen. Und der Schah hat als Dankeschön dann, Jahr drauf, ein Kind eingeladen, was nach Persien kommen durfte. 5, 6, 7, 8 und 9. Kölner Stadtanzeiger, Ausgabe Euskirchener Land am 3. und 4. August 1963. Schon 100.000 Besucher im Freilichtmuseum. Am Samstagmorgen begrüßt der Direktor des Rheinischen Freilichtmuseums Kommern, Dr. Adelhard Cipelius, den 100.000. Museumsbesucher seit der offiziellen Eröffnung am 20. Juli 1961. Jetzt Originalmode aus Anfang der 60er Jahre. Die Anina zeigt uns ein ganz schlichtes Tagesoutfit. Das ist dann ein Kostüm für etwas frischere Tage schon, für den Herbst 1963. Eine schöne Auswahl an Petticoat-Kleidern. Leicht tailliert in A-Form, ein Etui-Kleid, Kostüm in Chanel-Stil, was auch sehr gerne von Romy Schneider zum Beispiel getragen wurde. Jetzt geht es los mit Nachmittagsmode oder etwas schickere Mode und Abendmode. Etwas ganz Feines, ein kamelfarbenes Kostüm mit einem Ozelotkragen und passendem Hut. Mit Pailletten und Perlen, das Abendjäckchen dazu und das zieht die Wiebke uns jetzt aus, damit sie uns das schöne tiefe Rückendekolleté zeigen kann. Mit einem kleinen Pelzjäckchen, allerdings aus dem neuesten Material Kunstpelz. Es musste ab jetzt nicht mehr unbedingt echter Pelz sein. Ein Minikleid, wo die Kürze noch betont wird durch eine Boa, Federboa. Die Damen werden jetzt gleich auch in diesem Outfit noch ein bisschen ihr Hut flanieren. Also wenn Sie noch das eine oder andere Foto machen möchten, können Sie die Damen gerne ansprechen. Dr. Mangold, 1963, ich darf fragen, verbinden Sie etwas Besonderes mit dem Jahr, ganz persönlich? Ich persönlich nicht, aber wenn ich mir so die Fahrzeuge anschaue, die wir auch hier im Museum haben, hat das Jahr 63 schon da seine Spuren hinterlassen. Das war ja das Jahr der Verkehrssicherheit. Wie wurde man denn Schülerlotse damals? Wir mussten alle 13 Jahre alt sein, das war also Grundvoraussetzung. Ja, und dann wurden wir von einem Polizisten ausgebildet. Wir wechseln nach Skandinavien in Höchstgeschwindigkeit 140. Bring this feeling all inside of me.
Das kann wohl sagen, das ist lieb. Ich mache hier Lebensmittelkontrolle. Wir sind jetzt das erste Mal hier und ich denke und hoffe nicht das letzte Mal.